John Pierpont Morgan war ein amerikanischer Finanzier und Bankier, der die Unternehmensfinanzierung an der Wall Street während des goldenen Zeitalters dominierte. Als Leiter der Bankgesellschaft, die schließlich als J.P. Morgan & Co. bekannt wurde, war er eine treibende Kraft hinter der Welle der industriellen Konsolidierung in den Vereinigten Staaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Morgan wurde in Hartford, Connecticut geboren und wuchs dort auf. Er war der Sohn von Junius Spencer Morgan und Juliet Pierpont aus der einflussreichen Morgan-Familie. Pierpont, wie er es vorzog genannt zu werden, hatte dank seines Vaters eine vielfältige Ausbildung. Im Herbst 1848 wechselte er auf die Hartford Public School und anschließend auf die Episcopal Academy in Cheshire, Connecticut, heute Cheshire Academy. Im September 1851 bestand er die Aufnahmeprüfung für die The English High School of Boston, die sich auf Mathematik für Karrieren im Handel spezialisierte. Im April 1852 wurde Morgan von einer Krankheit heimgesucht, die im Laufe seines Lebens immer häufiger auftrat. Rheumatisches Fieber ließ ihn mit solchen Schmerzen zurück, dass er nicht mehr laufen konnte, und Junius schickte ihn zur Genesung auf die Azoren. Er blieb dort fast ein Jahr lang, bis er sich erholt hatte, und kehrte dann nach Boston zurück, um sein Studium wieder aufzunehmen. Nach seinem Abschluss schickte ihn sein Vater nach Belle Rive, eine Schule im Schweizer Dorf La Tour de Pals, wo er fließend Französisch lernte. Anschließend schickte er ihn dann an die Universität von Göttingen, um sein Deutsch zu verbessern. Innerhalb von 6 Monaten erlangte er passable Sprachkenntnisse und einen Abschluss in Kunstgeschichte. Dann reiste er über Wiesbaden zurück nach London und vervollständigte seine formale Ausbildung. Morgan ging 1857 ins Bankgeschäft in der Londoner Filiale der Handelsbank Peabody und zog ein Jahr später nach New York City, um dem Bankhaus Duncan Mann & Company beizutreten. Während des amerikanischen Bürgerkriegs finanzierte Morgan in einem Vorfall, der als Hull Carbine Affair bekannt wurde, den Kauf von 5000 Gewehren aus einem Armeearsenal zu je 3,5 Dollar, die dann an einen Feldgeneral für je 22 Dollar weiterverkauft wurden. Die Gewehre waren defekt und einige schossen den Soldaten, die sie abfeuerten, die Daumen ab. Daraufhin wurde ein Komitee des Kongresses gegen ihn eingesetzt und an den Bundesrichter geschickt, aber irgendwie wurde Morgan entlastet. Morgan selbst vermied es, während des Krieges zu dienen, indem er einem Ersatzmann 300 Dollar zahlte, um seinen Platz einzunehmen. Von 1860 bis 1864 agierte er als J. Pierpont Morgan & Company als Agent in New York für die Firma seines Vaters, die in J.S. Morgan & Co. umbenannt wurde. Im Jahr 1871 schloss er sich mit den Drexels aus Philadelphia zusammen und gründete die New Yorker Firma Drexel, Morgan & Company. Zu dieser Zeit wurde Anthony J. Drexel auf Wunsch seines Vaters Junius Morgan, der Mentor von Pierpont. Nach dem Tod von Anthony Drexel, seinem Mentor, wurde die Firma 1895 in J.P. Morgan & Company umbenannt, wobei enge Verbindungen zu Drexel & Company aus Philadelphia, Morgan Hayes & Company aus Paris und J.S. Morgan & Company aus London bestehen blieben. Um 1900 war es eines der mächtigsten Bankhäuser der Welt, das sich vor allem auf Umstrukturierungen und Konsolidierungen konzentrierte. Morgan hatte im Laufe der Jahre viele Partner wie zum Beispiel George Perkins, blieb aber immer fest an der Spitze. Er übernahm oft in Schwierigkeiten geratene Unternehmen und reorganisierte ihre Strukturen und ihr Management, um sie wieder profitabel zu machen. Ein Prozess, der als Morganisierung bekannt wurde. Sein Ruf als Banker und Finanzier zog das Interesse von Investoren auf die Unternehmen, die er übernahm, und mit jedem Investor wurde er reicher und mächtiger. Bei seinem Aufstieg zur Macht konzentrierte sich Morgan auf die Eisenbahnen, welche Amerikas größte Wirtschaftsunternehmen waren. Er erlangte die Kontrolle über das Eisenbahngeschäft von Jay Gould und Jim Fisk im Jahr 1869, als er das Syndikat anführte, das die Privilegien der Regierungsfinanzierung von Jay Cooke brach und dann ein Eisenbahnimperium durch Reorganisation und Konsolidierung in allen Teilen der Vereinigten Staaten entwickelte und finanzierte. Er sammelte große Summen in Europa. Aber anstatt sich nur als Finanzier zu beteiligen, half er den Eisenbahnen, sich zu reorganisieren und eine größere Effizienz zu erreichen. Er bekämpfte Spekulanten, die nur am Profit interessiert waren, und baute eine Vision eines integrierten Transportsystems auf. Nachdem der Kongress 1887 den Interstate Commerce Act verabschiedet hatte, richtete Morgan in den Jahren 1889 und 1890 Konferenzen ein, die die Präsidenten der Eisenbahnen zusammenbrachten, um der Industrie zu helfen, die neuen Gesetze zu befolgen und Vereinbarungen für die Aufrechterhaltung öffentlicher, vernünftiger, einheitlicher und stabiler Tarife zu schreiben. Die Konferenzen waren die ersten ihrer Art und schufen eine Interessengemeinschaft zwischen konkurrierenden Linien und ebneten den Weg für die großen Fusionen des frühen 20. Jahrhunderts. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1890 übernahm Morgan die Kontrolle über J.S. Morgan & Co., umbenannt in Morgan Grenfell & Company im Jahr 1910.
Im Jahr 1900 begann er Gespräche mit Charles E. M. Schwab, dem Präsidenten der Carnegie Co. und dem Geschäftsmann Andrew Carnegie, mit dem Ziel, Carnegies Stahlgeschäft zu kaufen und es mit mehreren anderen Stahl-, Kohle-, Bergbau- und Schifffahrtsfirmen zu fusionieren. Nachdem er die Gründung der Federal Steel Company finanziert hatte, fusionierte er sie 1901 mit der Carnegie Steel Company und mehreren anderen Stahl- und Eisenunternehmen zur United States Steel Corporation. Im Jahr 1901 war US Steel das erste Milliardenunternehmen der Welt, mit einer genehmigten Kapitalisierung von 1,4 Milliarden Dollar. Es war viel größer als jedes andere Industrieunternehmen und in der Größe vergleichbar mit den größten Eisenbahnen. Die Ziele von US Steel waren, größere Skaleneffekte zu erzielen, Transport- und Ressourcenkosten zu reduzieren, Produktlinien zu erweitern und den Vertrieb zu verbessern, um den Vereinigten Staaten einen globalen Wettbewerb mit Großbritannien und Deutschland zu ermöglichen. Schwab und andere behaupteten, dass die Größe des Unternehmens es ermöglichen würde, aggressiver und effektiver bei der Verfolgung entfernter internationaler Märkte zu sein, gemeint war die Globalisierung. Doch US Steel wurde von Kritikern als Monopol angesehen, da es nicht nur den Stahl, sondern auch den Bau von Brücken, Schiffen, Eisenbahnwaggons und Schienen, Draht, Nägeln und vielen anderen Produkten zu dominieren versuchte. Mit US Steel eroberte Morgan zwei Drittel des Stahlmarktes und Schwab war zuversichtlich, dass das Unternehmen bald einen Marktanteil von 75% halten würde. Um die teure Konkurrenz im mittleren Westen zu reduzieren, gründeten Morgan und einige Männer wie der New Yorker Finanzier Harriman und der MN-Eisenbahnbauer James J. Hill die Northern Securities Company, um den Betrieb von drei der wichtigsten Eisenbahnen der Region zu konsolidieren: die Northern Pacific Railway, die Great Northern Railway und die Chicago, Burlington und Quincy Railroad. Wie bereits erwähnt, liebte nicht jeder ihre Vereinigung oder was sie taten. Besonders Präsident Theodore Roosevelt. Roosevelt hielt die gigantische Fusion für schlecht für die Verbraucher, er hasste die Monopolisierung, die Morgan und sein Team schufen. Im Jahr 1902 wies Roosevelt sein Justizministerium an, gegen den Zusammenschluss zu klagen und 1904 löste der oberste Gerichtshof die Northern Security Company auf und die Eisenbahnen mussten ihre getrennten, konkurrierenden Wege gehen. Morgan verlor kein Geld an dem Projekt, aber sein allmächtiger politischer Ruf litt. Manche sagen, dass es in Krisen immer Chancen gibt und J.P. Morgan war mit der Gabe gesegnet, Chancen in Misserfolgen zu erkennen. Morgan hatte Amerikas Wirtschaft zweimal vor dem Absturz bewahrt. Nicht jeder kann sich rühmen, die Wirtschaft eines Landes zweimal gerettet und finanziert zu haben. Das erste Mal war, als das Bundesfinanzministerium fast kein Gold mehr hatte und die Panik von 1893 ausbrach. Morgan hatte einen Plan für die Bundesregierung vorgelegt, Gold von seinen und europäischen Banken zu kaufen, aber er wurde zugunsten eines Plans abgelehnt, Anleihen direkt an die Allgemeinheit zu verkaufen, um die Krise zu überwinden. Morgan war sich sicher, dass es nicht genug Zeit gab, um einen solchen Plan umzusetzen, also verlangte er ein Treffen mit Grover Cleveland und bekam es schließlich auch. Dort behauptete es, dass die Regierung noch am selben Tag zahlungsunfähig werden könnte, wenn sie nicht etwas tun würden. Morgan entwickelte einen Plan, um ein altes Bürgerkriegsstatut zu nutzen, das Morgan und den Rothschilds erlaubte, Gold direkt an das US-Finanzministerium zu verkaufen. Da ging es um 3,5 Millionen Unzen, um den Überschuss der Staatskasse wiederherzustellen und zwar im Austausch für eine 30-jährige Anleiheemission. Dies rettete das Schatzamt und die Wirtschaft und gewährte ihnen eine Atempause. Die zweite Episode ist bekannt als die Panik von 1907. Die Panik von 1907 war eine Finanzkrise, die amerikanische Wirtschaft fast lahmlegte. Große New Yorker Banken standen am Rande des Bankrotts und es gab keinen Mechanismus, um sie zu retten, bis Morgan einsprang, um die Krise zu lösen. Morgan traf sich mit den führenden Finanziers der Nation in seiner New Yorker Villa, wo er sie zwang, einen Plan zur Bewältigung der Krise auszuarbeiten. James Stillman, Präsident der National City Bank, spielte ebenfalls eine zentrale Rolle. Morgan organisierte ein Team von Bank- und Treuhandmanagern, das Geld zwischen den Banken umleitete, weitere internationale Kreditlinien sicherte und die abstürzenden Aktien gesunder Unternehmen aufkaufte. Ein heikles politisches Problem entstand in Bezug auf die Maklerfirma Moore & Schley, die tief in einen Spekulationspool mit Aktien der Tennessee Coal, Iron and Railroad Company verwickelt war. Du siehst, Moore & Schley hatten über 6 Millionen Dollar der Tennessee Coal in Iron Aktien für Kredite unter den Wall Street Banken garantiert. Die Banken hatten die Kredite abgerufen und die Firma konnte nicht zahlen. Wenn Moore & Schley scheitern sollten, würden 100 weitere Pleiten folgen und dann könnte die ganze Wall Street in die Brüche gehen. Morgan entschied, dass sie Moore & Schley retten mussten. Tai Zi war einer der Hauptkonkurrenten von US Steel und besaß wertvolle Eisen- und Kohlevorkommen. Morgan kontrollierte US Steel und er entschied, dass es die Tai Zi Aktien von Moore & Schley kaufen musste. Morgan schickte Gary zu Präsident Theodore Roosevelt, der rechtliche Immunität für den Deal versprach.
US-Steel zahlte daraufhin 30 Millionen Dollar für die TaiZi-Aktien und das TaiZi-Unternehmen war gerettet. Die Ankündigung hatte eine sofortige Wirkung. Am 7. November 1907 war die Panik vorbei. Morgan hatte wieder einmal die Wirtschaft gerettet und finanziert. Mit dem Versprechen, dies nie wieder zuzulassen, und der Erkenntnis, dass es in einer zukünftigen Krise wahrscheinlich keinen weiteren JP Morgan geben würde, entwarfen 1913 führende Banker und Politiker, angeführt von Senator Nelson Aldrich, einen Plan, der zur Gründung des Federal Reserve-Systems im Jahr 1913 führte. Während Konservative in der progressiven Ära Morgan für seine bürgerliche Verantwortung, seine Stärkung der nationalen Wirtschaft und seine Hingabe an die Künste und die Religion feierten, sahen andere ihn als eine der zentralen Figuren in dem System, das sie ablehnten. Morgan definierte den Konservatismus neu, indem er finanzielle Tüchtigkeit mit einem starken Engagement für Religion und Hochkultur verband. Feinde des Bankwesens griffen Morgan wegen der Bedingungen seiner Goldleihe an die Bundesregierung in der Krise von 1895 an und zusammen mit dem Schriftsteller Upton Sinclair griffen sie ihn wegen der finanziellen Lösung der Panik von 1907 an. Sie versuchten auch, ihm die finanziellen Missstände der New York, New Haven und Hartford Railroad zuzuschreiben. Im Dezember 1912 sagte Morgan vor dem Puyo-Komitee, einem Unterausschuss des House Banking and Currency Committee aus. Das Komitee kam zu dem Schluss, dass eine kleine Anzahl von Finanzführern eine beträchtliche Kontrolle über viele Industrien ausübte. Die Partner von JP Morgan & Co. und die Direktoren der First National und der National City Bank kontrollierten ein Gesamtvermögen von 22,2 Milliarden Dollar, was Louis Brandeis, der spätere Richter am obersten Gerichtshof der USA, mit dem Wert des gesamten Eigentums in den 22 Staaten westlich des Mississippi verglich. Aber seien wir ehrlich, das können sie nur sagen, nachdem sie von genau dem Mann gerettet wurden, den sie anklagen. Ziemlich sicher haben sie ihn während der großen Krise vermisst. Auch wenn JP Morgan als Genie oder Gott auf dem Finanzmarkt gefeiert wurde, war er immer noch ein Mensch. Morgan investierte nicht immer gut, wie mehrere Misserfolge zeigten. Im Jahr 1900 überzeugte der Erfinder Nikola Tesla Morgan, dass er ein transatlantisches drahtloses Kommunikationssystem bauen könnte, das auf Radiowellen basierende drahtlose Telegrafiesystem mit kurzer Reichweite, das damals von Guglielmo Marconi demonstriert wurde, übertreffen würde. Morgan stimmte zu, Tesla 150.000 Dollar zu geben, was im Jahr 2020 4.666.200 Dollar entsprach, um das System zu bauen, im Gegenzug für eine 51-prozentige Kontrolle über die Patente. Kaum war der Vertrag unterschrieben, beschloss Tesla, die Anlage zu erweitern und seine Ideen der terrestrischen, drahtlosen Energieübertragung mit einzubeziehen, um ein, wie er dachte, wettbewerbsfähigeres System zu schaffen. Aber das gefiel JP Morgan nicht so gut wie Tesla. Morgan betrachtete Teslas Änderungen und Bitten um die zusätzlichen Geldbeträge für den Bau als Vertragsbruch und weigerte sich, die Änderungen zu finanzieren. Da kein zusätzliches Investitionskapital zur Verfügung stand, wurde das Projekt in Wardenclyffe im Jahr 1906 aufgegeben und nie in Betrieb genommen. Aber Morgan machte immer weiter, brach Grenzen und schrieb Geschichte. Morgan starb auf einer Auslandsreise am 31. März 1913 kurz vor seinem 76. Geburtstag. Er starb im Schlaf im Grand Hotel Plaza in Rom, Italien. Sein Leichnam wurde an Bord der SS France, einem Passagierschiff der French Line, zurück nach Amerika gebracht. Die Flaggen an der Wall Street wehten auf Halbmast und in einer Ehrung, die normalerweise Staatsoberhäuptern vorbehalten ist, wurde die Börse für 2 Stunden geschlossen, als sein Körper durch New York City fuhr. Sein Leichnam wurde in der ersten Nacht nach der Ankunft in New York City in seinem Haus aufgebahrt. Seine Überreste wurden auf dem Cedar Hill Friedhof in seinem Geburtsort Hartford, Connecticut, beigesetzt. Sein Sohn, John Pierpont Jack Morgan Jr., erbte das Bankgeschäft. Er schenkte sein Herrenhaus und seine großen Büchersammlungen der Morgan Library and Museum in New York. Sein Nachlass hatte einen Wert von 68,3 Millionen Dollar, 1,39 Milliarden Dollar in der ehutigen Zeit, basierend auf dem CPI oder 25,2 Milliarden Dollar basierend auf dem Anteil am BIP, wovon etwa 30 Millionen Dollar seinen Anteil an den Banken in New York und Philadelphia ausmachten. Der Wert seiner Kunstsammlung wurde auf 50 Millionen Dollar geschätzt. Im Laufe seiner Karriere an der Wall Street führte JP Morgan die Gründung mehrerer prominenter multinationaler Konzerne an, darunter US Steel, International Harvester und General Electric, die in der Folge unter seiner Aufsicht standen. Er und seine Partner hielten auch Kontrollbeteiligungen an zahlreichen anderen amerikanischen Unternehmen, darunter Aetna, Western Union, Pullman Car Company und 21 Eisenbahnen. Aufgrund des Ausmaßes seiner Dominanz über das US-Finanzwesen übte Morgan einen enormen Einfluss auf die Politik der Nation und die der Wirtschaft zugrunde liegenden Marktkräfte aus. Während der Panik von 1907 organisierte er eine Koalition von Finanziers, die das amerikanische Währungssystem vor dem Zusammenbruch bewahrte.
Als führender Finanzier der progressiven Ära trug J.P. Morgans Engagement für Effizienz und Modernisierung dazu bei, die Form der amerikanischen Wirtschaft zu verändern. Adrian Wooldridge charakterisierte Morgan als Amerikas größten Banker. Wir hoffen, dir hat dieses informative Video gefallen. Vergiss nicht, den Gefällt mir-Button und den fetten roten Abo-Button zu drücken, um unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.